Okay. Wird auch sowas sein. Ich werde ein paar Häuser abreißen, dafür werde ich neue Häuser bauen. Wir haben ja gesehen, irgendwann scheinen die Dorfbewohner auch tatsächlich die Häuser dann wirklich zu übernehmen. Ja, irgendwann ist genau das Stichwort. Ah, irgendwie hakt meine Maus. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt irgendwas falsch gemacht habe. Aber das hatte ich doch schon mal, dass die Maus dann einfach so im Spiel gehakt hat. Das hat mich immer sehr geärgert, um es mal milder auszudrücken. Sagt mal, das ist jetzt hier auch schon wieder ein halber Berg. Ich dachte, das wäre eine schöne ebene Steppe. Flachländig. Vielleicht wäre dann doch eine Wüstendingens besser gewesen, eine Wüstensdorf. Aber gut. Ich meine, das Tolle ist ja im Gegensatz zu unserer Aktion mit der Burg, dass es erstens hier mehr Erde ist, die wir abtragen, und zweitens jetzt hier in dem Modus es natürlich wesentlich schneller geht. So. Ja. Muss man nur aufpassen, dass man nicht zu viel abträgt. So. Ja, Frage wäre jetzt natürlich, wie wir die Umrandung machen, ob wir da auch wieder erst einen Wall aufschütten und dann drauf vielleicht wieder Kakteen sogar setzen, was ich ja relativ effektiv fand. Oder ob wir in eine Zaunumrandung machen, wobei die Spinnen an sich ja theoretisch dann da noch drüber kommen. Was ich jetzt schon öfters mal überlegt hatte, glaube ich auch schon mit euch, war ja zum Beispiel auch, dass man so einen Überhang macht, also praktisch einen Wall aufschüttet und nach außen hin so eins noch nach außen setzt als oberste Grenze. Und dann praktisch dieses als Schutz vor Spinnen benutzen könnte, wäre eine Möglichkeit. Und so weiter und so fort. Also da muss man sich mal noch einiges überlegen. Oder ein Wassergraben außenrum. Ich meine, immerhin soll es ja auch so ein bisschen Dorf werden. Also stimmt, es sollte eigentlich Stadt werden. Da muss eine Stadtmauer außenrum. Haha. Gut, und für die Stadtmauer brauchen wir dann auch viele, viele, viele Sachen wieder. Da müssen wir dann auch Steine farmen gehen. Gut, dass wir ein paar Diamanten dann vielleicht haben, dass wir da ein paar robustere Werkzeuge machen können. Oder zumindest ein bisschen Eisen dann haben. Finde ich aber lustig, dass man, also ich weiß nicht, das hätte sonst wahrscheinlich nie geklappt, aber dass man sich einfach nur gerade nach unten gräbt und findet sofort einen Diamanten, also mindestens einen Diamanten. Das ist auch interessant. Wobei ich mich an Diamanten finden beim letzten Mal auch nicht beschweren kann. Allgemein halt hatten wir ja da viel auch so wie heißen sie, Pyramiden gefunden und so weiter, Grabstätten. Dschungeldings hatten wir, glaube ich, bis zum Ende kein einziges gefunden. So ein Dschungel-Blaschwitz-Dings. Das ist schade irgendwo, aber ist auch okay. Und ich bin jetzt hier mal auf die Large-Biomes gespannt, weil ja, auch das natürlich dann interessanter ist, ja, weil wenn man dann wirklich in der Wüste ist, hat man vielleicht sogar die Chance, da zwei oder drei Dörfer, verlassene Tempel oder zu finden, ja. Das ist natürlich dann auch nochmal eine nette Sache. Nicht so nett ist, dass das hier jetzt doch länger dauert mit dem Abreißen als gedacht, aber ich will es halt so gut ausnutzen, wie es halt geht. Ist jetzt auch wieder eine langweilige Sache und ist natürlich voll gecheatet. Aber gut, da müssen wir durch. Ich glaube, ich werde jetzt auch hier dieses Dings mal einstellen. Ich werde wieder zurück zum Dorf gehen. Gucken, dass ich da einigermaßen vielleicht einfach mal. So. Wie sieht's denn aus? Wo ist denn das Haus? Da. Dass ich hier vielleicht einfach mal so durchgehe. Da vielleicht. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Hm? Ja gut. Vielleicht auch nur, weil man sich in eine Höhle reingräbt. So oder so ähnlich. So.
Davon habe ich eins zu viel weggemacht. Nein! So, wie ist es denn jetzt? Jetzt habe ich da. Dann wird es mit einem Kohleblock mal belegt. Gut, auch wieder ein kleiner Selbstcheat, dass man mehr Kohle kriegt, aber gut. Ich habe jetzt gerade keinen anderen Block draußen. So, hier endet gerade dieses Haus. Aber eigentlich geht es noch bis hierhin mit dem Dings. Talk. So, so. Okay. Und jetzt nochmal Inventar. Okay, wir wollten jetzt haben den Kohleblock hier weg. Gut, die Pflanzen auch. Das Ei auch. Dafür hätte ich gerne gehabt einen Dirtblock und einen Steinblock. Kann ich nämlich damit auffüllen, dann cheate ich nicht zu sehr rum, dass ich da noch Dings reinmache. So. So oder so ähnlich. Okay. Was ich gern noch hätte, wäre ja Redstone. Hammer, Redstone, gibt's den auch als Block? Ja, Block of Redstone. So. Warum ich das haben möchte, ist ganz klar. Ich möchte halt hier zum Beispiel auch Kompässe, wie auch immer. Und Sand hätte ich eigentlich gern noch, aber den können wir uns zur Not auch dann von irgendeinem Strand besorgen. So, okay. Hier, das möchte ich gerne alles auffüllen mit, auffüllen, nicht kaputt machen. Zwar richtig dicke auffüllen. Gut, da haben wir jetzt immer wieder so ein bisschen, aber okay. Das hier ist, glaube ich, sogar schon fast der Weg. Warum geht das nicht? Gut. Da machen wir wieder den Trick 17 mit dem Kriechen und dem Vorwärtsgehen. Oh mein Gott. So. Warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Eigentlich wollte ich doch nur hier vorne, wo ich dann den Zaun hinmache, wollte ich das auffüllen und den Rest eigentlich lassen. Aber gut. Jetzt sind wir hier auch beim Machen und Tun. So. Das wird so eine Subterrain-Wohnung. Terrain. Zumindest so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist. So, Subterrain-Wohnung. Hat sowieso keine Tür. Wenn es keine Tür hat, ist es auch nicht von Dorfbewohnern bewohnt. Das auch nicht. Gut, also wo wollte ich das hinmachen? Oh Mann. So, vielleicht hier mal so, ne? Das müsste, nee, ich müsste sogar noch eins höher. Ich müsste hier auf die Ebene. So. Komme ich bis noch darunter? Ja, super. Ah, ich bleib sogar stehen am Rande, das ist schon mal gut. Stimmt, weil ich ja krieche, oder vorsichtig schleiche. So, da müsste jetzt theoretisch irgendwann der Berg kommen. Tada! Gut, dann müsste ich aber hier alles kurz und klein schlagen, damit man hier praktisch sieht, hier geht's entlang. Und damit da auch nichts drüber springt von der anderen Seite. Da springt bestimmt was drüber. Da. So. Auf meiner Seite kann ich es ja lassen. Dann muss ich meine Seite ja noch ausleuchten gut. Und dann könnte man eigentlich schon fast anfangen, die Monster wieder einschalten. Das geht ja dann. Ich weiß nicht, tue ich jetzt vielleicht schon zu viel cheaten? Ich will halt wenigstens den Zaun außenrum haben und alles. Ja, also schreibt gerne in die Comments, dass ihr damit unzufrieden seid mit dem Gecheate von mir jetzt hier, aber so ein bisschen möchte ich halt uns Vorteile verschaffen, mir Vorteile verschaffen, uns Vorteile verschaffen, wie auch immer. Ich finde einfach, das bringt uns dann erstmal dem Spielspaß näher. Ich weiß, zu Minecraft gehört auch das Abfarmen und das Bauen und oder gerade das Bauen ist ja Minecraft. Aber ja, ich möchte da jetzt nicht
Aufnahme mit verbringen, hier die Sache abzusichern, sondern eigentlich da immer mal ein paar Aufnahmen machen oder ein paar Folgen von machen, wie wir daran arbeiten. Aber das Primäre sollte eigentlich wirklich sein, dass wir uns mehr oder minder auf Abenteuer begeben, ja. Der Nether lockt ja auf jeden Fall wieder. Ich habe absichtlich kein Obsidian jetzt zum Beispiel erschaffen, weil das können wir dann mit den Diamanten abbauen. Das ist okay. Das, ja, ich weiß nicht, wie viele Diamanten wir hatten. Wir hatten auf jeden Fall eine ziemliche Menge, finde ich. Da waren wir wirklich relativ gesegnet mit. Und deswegen, finde ich, ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass wir da jetzt so ein bisschen oder dass ich da so ein bisschen Richtung Diamanten uns Vorteile verschafft habe. Mein Problem ist ja sowieso meistens, benutze ich die Sachen dann überhaupt, die ich dann mir da ercheatet habe oder beziehungsweise die ich mir da irgendwann für später aufgehoben habe. Toll finde ich jetzt auch, dass die Blaze Rod, also ich hatte ja überlegt, nehme ich sie nicht, aber das mit dem Tränkebrauen war halt schon toll. Dann kann man das hier gerade vielleicht auch gerade mal wegmachen. So. Na, supi. Das klappt doch schon mal ganz gut. Ja, dann werden wir auf jeden Fall auch gucken nach den Feldern, dass wir die bestellen. BZW, vielleicht nochmal neu arrangieren. Was ich sehr viel brauchen werde, ist auf jeden Fall, Korn, auch wie heißt es, Weizen, weil wir ja einen Dorfverkäufer haben, der mit Weizen handeln möchte und dementsprechend möchte ich davon natürlich auch noch Möglichkeit viele haben. Finde ich lustig, über Gras sitzt er drüber, aber über Blumen nicht. Weil ich natürlich gerne auch den Dorfbewohner mich dann gleich ziemlich gut stellen möchte. Ja, das jetzt lässt sich die Maus schon wieder nicht bewegen. Jetzt schon. So. Das lassen wir gerade so. Hier vorne machen wir noch das eine Palim, Palim. So. Hühner hätten wir ja schon mal jetzt hier ein paar. Da werden wir auf jeden Fall auch wieder so eine kleine Hühnerfarm, Eierproduktionsstätte machen. Wie sieht es hier aus? Wir werden einfach hier die Ebene von hier nehmen, oder? Das ist die Ebene, genau. Da könnten wir hier neben einfach mal noch eins wegmachen. So. So. Und das hier so. Ja, das geht doch ganz gut so. Und dann noch mal hier. Wollte ich gerne auf dieser Schiene bleiben. Da ist auch schon ein Schweinchen, was ich praktisch meinem Stallung anschließen möchte. So. Da sind Eier oder ein Ei genau genommen. Ja, an Hühnern wird es uns nicht mangeln, glaube ich. Wie weit müssen wir noch gehen? Nur noch ein bisschen. Vielleicht gerade bis hier vorne hin. Da kommt dann auch der Zaun drauf auf diesen Pfad hier. Gut, drei tief kommen wir. Tiefer wird es wohl nicht werden. So. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir meine leicht nasale Sprache und mein leichtes Schniefen. Ich kann schon wieder die Maus nicht bewegen, das ist fürchterlich. Ah! Sehr schön. Einfach mal was in die Landschaft gestellt. Da hinten sind schon Schafe. Schafe sind ja auch immer eine tolle Sache. So. Es wird schon wieder dunkel. Dum, dum, dum. Okay, und da müssten wir praktisch jetzt wieder Talk wollte ich machen, genau. Das und das.
Da müssten wir jetzt praktisch schon wieder hier ein bisschen was weghauen. So. Bis wohin? Da sind wir eigentlich schon zu weit. Da hatten wir hier, glaube ich, gesagt erstmal. Ach, das sind Dorfbewohner. Irgendwie erschrecke ich mich immer noch, wenn ich irgendwas am Bildrand laufen sehe, weil ich dann halt denke, oh Gott, schon wieder Zombies oder so irgendwas. Da muss ich mich wohl noch ein bisschen umgewöhnen. Ja, die Beleuchtung werden wir auch erstmal sporadisch, provisorisch anbringen. Wir werden dann später gucken, was wir da noch draus machen. So. So. Und hier mal noch so ein bisschen so durchs quere Feld einlaufen. Noch so ein bisschen dezimieren, dass man da praktisch nicht direkt an den Dings dran guckt. Hier vielleicht auch gerade noch. Das wollten wir nicht. Das wollten wir nicht. So. So. Das hier. Hier mal so ein bisschen Zerstörungswut walten lassen. Eigentlich könnten wir das auch hier um so. So. Ich finde ja eigentlich dieses seitlich Laufen finde ich eigentlich total lustig. Das geht nur, wenn man halt vorher die richtige Höhe hat hier. So. So. Dann laufen wir lieber seitlich hier und hacken das alles klein. Dann müssen wir nur noch dann das, was übrig geblieben ist, auch noch weghacken. Okay. Das, ja. Da hinten wird es dann schon wieder lichter. Oder es bleibt auf einer Ebene, wie auch immer. Okay. Jetzt habe ich es aber extrem auf Stufe geschnitten. So. Okay. So. Ich glaube dann, hier haben wir auch wieder zu viel gemacht, aber gut. Machen wir jetzt noch den schwebenden Klotz weg. Ich bin ja echt mal gespannt, wie das jetzt so wird. Auch gerade mit den großen Biomen, was man da so alles findet und überhaupt und hin und her. Mein Pferd geht da hinten auf die Hinterbeine. So, jetzt haben wir ja eigentlich die Umrandung einmal durch und könnten jetzt den Zaun setzen und könnten dann eigentlich aus dem Cheat-Mode rausgehen und könnten den Rest per Hand abbauen, beziehungsweise halt Werkzeuge jetzt langsam dann anfangen zu machen. Hinten nochmal ein bisschen Holz schlagen und so. Ins Inventar. Komme ich ins Inventar? Genau. Zaun. Zaun.